Grazi, Leute, willkommen zu einem neuen Part von Chrono Trigger. Ja, im letzten Part haben wir was gemacht. Ja, große Ereignisse im letzten Part. Chrono ist gestorben, beziehungsweise ich bin gestorben. Miep. Dann hat uns Dalton gefangen genommen, der sich auch gleich unsere Zeitmaschine unter den Nagel gekrallt hat, der Penner, und hat uns entführt und wir wissen irgendwie gar nicht, wo wir sind und es ist keine Musik. Und wo geht es hier hin? Das geht aufwärts. Das ist... wir sind auf dem Düstervogel. Oh yeah. Am Düstervogel. Na, sag ich doch. Muss mir nicht wiederholen. Okay, wenigstens geht der Sound. Ich habe schon Angst gehabt. Es ist irgendwas kaputt gegangen mit dem Spiel. Wartet bitte. Was willst du denn jetzt? Das scheint ein Luftkanal zu sein. Aha, das ist ja schon, weil das ist nämlich so wichtig. Haben sie verdient. Ohne Waffen sind sie machtlos. Ja. Was wir tun, Gummy? Krankstellen, einen Plan ausdenken. Da wir Demi dabei haben, können wir die jetzt auch einfach mal ausnocken. Das werden wir jetzt tun. Wir stellen uns mal krank. Demi gesagt. Gummy krank wollen, dann krank. Oh, Demi, ich war verletzt. Was ist? Bäm! Demi nicht liegen mögen. Ja, okay. So habe ich das noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Da wir aber Demi im Team haben, können wir jetzt auch schon die ersten Kämpfe machen. Hey, ihr da! Wenn wir Demi nicht im Team hätten, könnten wir gegen die nicht kämpfen. So, wir haben hier drei Klatscher. Die Klatscher haben nur lumpige 150 HP. Geben uns 377 Erfahrungen, kein Gold und 8 TP. Also, wie gesagt, da die nur 150 TP haben, solltet ihr auch mit einem normalen Angriff locker auskommen. Bams. Und schon sind sie das gewesen. So, und wir schnappen uns erstmal die Truhe. Und kriegen das Yell zurück. Na doll, ich hätte gern bitte aber auch meine Klamotten. Wie ihr sehen könnt, haben Kermi und Bless... nix. Sie hat ihre logischen Fäuste. Eigentlich benutzt er doch auch seine Fäuste, oder? Na egal. Das, was seltsam ist, obwohl wir keine Waffen hatten, wir könnten doch immer noch Magie gebrauchen, aber nein! Das können wir auch nicht tun. Derp. Na gut. Okay. Geh bloß weg. Dann wollen wir eigentlich mal den richtigen Weg gehen. Der ist immer noch ohnmächtig. Wir haben den, glaube ich, gekillt oder so. So. Das ist der eigentliche Weg, wenn ihr Demi nicht im Team hättet. Wir können den Feind von hier aus beobachten. Ja genau, wenn ihr jetzt den Angriffsknopf drückt, könnt ihr sehen, wo ihr euch gerade befindet. Und jetzt werden wir ein bisschen mal hier rumsuchen, mal schauen, ob wir unsere anderen Waffen finden. Jawohl, hier ist schon mal eine Kiste. Hey, ihr da! Ja, die anderen Kämpfe, diese ganzen Kämpfe laufen jetzt alle nach demselben Schema ab. Bams, aua. Na los. So. Bam. Und ist dieser Klatscher ist ebenfalls tot. Yeah, und Demi freut sich ein Keks. So, was gibt's denn hier? Na toll! Super! Geil. Geile Kiste, ey. Na gut. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Was gibt es hier Schönes? Hier gibt es nichts. Kann man hier runterglotzen? Ja, kann man runter. Geil. Super. Na gut. Ich glaube, von hier komme ich, ne? Dann. Hey, ja! Was ist das? Schauen wir mal. Ah, Dalton. Es scheint ein modifiziert Kit. Sie Kit verändern. Psst. Passt gut auf, was ihr macht. Dies wird mein königlicher Luftthron. Jetzt gehört die Welt mir. Okay. Dalton verändert Kit. Die Potsau. Mal schauen, was er damit macht. Na toll, hier ist auch... Ich will doch nur meine Sachen wiederholen. Miep. Ah, hier geht's runter. Schlecht.
Schlecht, schlecht. Na gut. Hier war unsere Ausgangsbasis. Dann schauen wir mal hier weiter, wenn das hier nicht so dunkel wäre. Und hier laufen wir einmal im Kreis. Das ist ja schön. Hier geht es auch nochmal runter. Na toll. Super. Hier geht es wieder im Kreis, ne? So. Mal schauen. Hier ist nichts. Geil. Super. Gucken wir hier mal runter. Allein, weil wir es können. Nö. Hier ist noch eine. Das wäre die erste Truhe, die ihr euch holen könnt, falls ihr die Emi nicht im Team hättet. Denn hier kriegt ihr eure Ausrüstung. Und somit könnt ihr den jetzt, wenn ihr wollt, platt machen. Na, jetzt können wir auch seine Waffen hat. Oder die mir einfach schneller ist. So. Schlecker, Schlagblase erhalten. Das ist ja schön. So, dann gucken wir mal hier. Jetzt fehlt uns noch die Ausrüstung vom guten Bless. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu holen. Das heißt, wir können hier nicht raus. Das ist ja schön. Wieso komme ich von da? Ach, egal. So, okay. Da wir jetzt aber zwei Angriffe haben, gehen wir hier runter und schauen uns einfach mal ein bisschen um. Was seid ihr denn für welche? Hey, ihr da. Ich habe das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Ich war mal so frei. Sozusagen. So, mit diesen Schaltern könnt ihr die Richtung verändern. Und hier haben wir einen neuen Gegner. Und zwar den Bite. Angriff mit Schlagblase, Schlecker. Ach, Wurst. So, wir machen erstmal so. So, der Bite. Der Bite hat auch nur 192 HP. Gibt uns 378 Erfahrungen. Auch kein Gold und ebenfalls 8 TP. Bam. So. Und das war das. Und Bless steht, wie in seiner Natur auch, einfach nur drum, dumm rum und tut gar nichts. Oh yeah, was gibt es hier? Ah, hier ist unser Ei, hier ist eine Truhe. Iha. So. Na gut, das habe ich noch während draußen geredet. Dann werden wir diesen Kampf ebenfalls nicht rausschneiden, aber... What the fuck? Wieso hat er bald überlebt? Warum macht Demi da nur so wenig Schaden? Was ist hier los? Mano! So, genau. Klatsch den mal tot, den Klatscher. Es wäre viel lustiger, wenn das Bälle wären, die so rumfliegen würden, die Klatscher. Versteht ihr? Klatscher und Bälle, Harry Potter. Ach, egal. Lassen wir das. So, was gibt es hier Schönes? Objekte. Oh yeah. Das ist schön. Wo geht's denn hier lang? Uns fehlen noch einige Dinge. Wir gehen mal zurück. Ja, bitte. Aha, hier kommen wir auf jeden Fall nach draußen. Was gibt es hier? Oh. Blöd. Oh, ihr habt mich gesehen und ich stand direkt neben euch. So ein Zufall. Ja, ich klatsche euch mal ein Wasser 2 in die Fresse. So. Hinfort mit euch, wenn ich bitten darf. So. So. Weg. Noing. So, jetzt erkunden wir nochmal die restliche Kacke hier. Nein. Was seid ihr? So. So. Habe ich auch mal rausgeschnitten. Ah, hier ist eine Truhe. Mit einem kleinen Bite, der ja mega schnell platt geht bestimmt. Oh yeah. Und Demi macht schon wieder gegen den so wenig Schaden. Wie kommt das? Wahrscheinlich, weil der so eine hohe Abwehr hat. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. So. Ah, Bless Ausrüstung. Jetzt fehlt uns nur noch... Haben wir alles? Ja, Geld haben wir auch schon. Ich habe gedacht, wir haben das Geld noch nicht geholt. Aber wir gucken trotzdem mal überall lang. Und du gehst da mal weg.
Ja, das ist schön. Das heißt, wir werden hier mal eine Unterkunft benutzen. Zack und zack. So, der neue König. Wir könnten natürlich auch mal unsere Ausrüstung checken. Der Ewighelm, die rote Rüstung. Leuchthelm, schwarze Rüstung. Was sagst du? Zerehut. Blaue Rüstung, Lichtrobe. Was ist denn die Lichtrobe? Magieverteidigung plus 5. Oh, warum nicht? So, okay. Was gibt es hier? Haben wir schon geholt. Das finde ich schön. Moin. So. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Ja. Ah. Ja, oh, ich wollte eigentlich den Kampf rausschneiden. Aber ich habe euch das Ende jetzt mal zeigen lassen, weil wir wieder hier Doppeltext gelernt haben. Klingenwurf. Kermis Klingenwurf. Platzblase. Ah ja, Marco. Ja, klingt ja alles recht nett. Oh. Ups. Ups. So. Ein Wasser, zwei und schon seid ihr alle Geschichte. Oh, schade, weil 8, 16, dann kriege ich jetzt 48 Stichpunkte. Oh yeah. Schade, dass man die nicht immer machen kann. Na gut. Macht nix. Macht gar nichts. So, ich denke, wir haben alles. Dann werden wir jetzt, die... Oh, nein, 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 nein. Gott, das will, dann gehen wir halt außen rum. Die hier die Dingens suchen. Ja. Die, na, ihr wisst schon, da, wo wir eben umgedreht sind. Ich glaube, das war hier, oder? Jo. So, okay. Zack, zack. So, ihr könnt diese Gegner hier machen. Oh, das ist der Feuerturm. Ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet, was die können. Na gut. Werde ich ausnahmsweise mal für euch nachreichen. Bäm, hey, die haben aber Phil. Ob das so ähnliche wie Schotter sind? Mal gucken, wenn ich die tot kriege. Ja, kriege ich. Schauen wir mal. Oh ja. Oh ja. Oh ja, Leute. Die sind ebenfalls wie Schotter. Habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Aber eigentlich sind diese beiden ganz gut, weil dann kann ich die hier ein bisschen pushen. Und wir machen logischerweise bei denen wieder einen Safe State. Und gucken, ob wir die alle hinbekommen. Oh yeah, das wird schön. So. Zum Glück hat Demi so eine hohe Trefferrate. Und da kann schon wieder nichts schief gehen. Ach, ach Mann. Trefft doch mal. Aua. Oh. Ja, nee, super, Jungs. Oh. Hallo? Trifft ihr auch mal, ihr Penner? Ja, toll. Na gut, machen wir gleich nochmal. Moment. Wir machen mal den Magierring weg und holen uns den Schlagring. Vielleicht hilft uns das ja. Zack. Probieren wir gleich nochmal, würde ich sagen. So. So, so. Okay. Eins. Oh, jetzt hast du doch schon 28. Triff, du blöder Frosch. Oh, ja, von Bless kann man ja eh nichts erwarten. Ja, leck mich am Arsch. Oh. Ja, so, ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden. Selbstverständlich, Jungs, ich mache einen Cut, bis ich mal alle geholt habe. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt alle mal offline gemacht. Ossipunch haben wir mittlerweile gelernt. Beastwurf. So. Ich habe Bless währenddessen, Bless und Demi auf Berserker gestellt. Das hat ihre Treffsicherheit erhöht. Es war doch dann um einiges einfacher. Und wir nehmen wieder ihr Zornband rein. So, okay.
wir heilen uns nochmal, denn jetzt kommt ein kleiner Endgegner auf uns zu, der nicht wirklich schwierig ist, aber eine Besonderheit hat. Ihr werdet es gleich sehen. Etwas zieht herauf. Eine ungeheure Reaktion magischer Energie. Und zwar haben wir hier ein bekanntes Gesicht fast. Nein, es ist der Chefgolem. Der Chefgolem selber greift nicht wirklich an. Hat aber dafür 15.000 HP. Gibt uns 2.500 Erfahrung und 2.000 Gold und 40 Technikpunkte. Wenn wir ihn besiegen. Er zählt jetzt bis 5 runter. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen, würde ich mal sagen. Wir können natürlich auch noch jemanden einen Drehsprung machen. Wir machen 2300 Schaden. Also fast 3000. Oh, das wird knapp. Ja. So. So. Nochmal ein Drehsprung. Bam. Okay. Mal schauen. 15.000 HP. Wenn wir es nicht schaffen, flüchtet er einfach. Also... uns gehen dann zwar ein paar Erfahrungen und so flöten, aber das macht nichts. So. Bam. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. 3. Vielleicht kriegen wir es sogar hin. So. So. Schau mal. Boing, 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 plupp. Bam. Ah, sie müssten wir eigentlich hinkriegen. 1. Eieieiei. Ich denke mal, das wird mein letzter Angriff sein. So, so. Bam. Jawoll. Das war er. 2500 Erfahrung und 40 Tech-Punkte und 2000 Gold. Uhuhu. Dem wir nicht abgeben. Ja, dem wir geben mal nicht auf. Fertig! Ich habe es geschafft. What the fuck? Was hat er mit unserem Kit angestellt? Seht dieses schöne Schiff. Das ist eines Königs würdig. Ich nenne es nun die Aerodolton Majestes. Oder so. Seltsamer Name. Und sie werden meine ersten Opfer sein. Aerodolton Majestes. Bereitet zum Angriff. Nein, 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 nein. Stopp diese Musik. Ah, das klingt schon viel besser. Fertig zum Abflug. Noing. Ja, Mama auch mir einen kleinen Gag eingebaut. Die Japaner können es halt nicht lassen. Die Aerodolton Majesties. Houston, wir haben kein Problem. Eieieiei, jetzt wird's aber echt... hart. Das ist. Ja, okay. Dalton hat unserer Zeitmaschine Flügel verpasst. Kit fliegt? Kit fliegt! Yeah! Es ist nicht Kit, es ist die Aerodolton Majesties. Ihr seid Übergepäck. What the fuck? Macht es wie der Wind und weht ihn fort. Oh, auch noch poetisch sogar. Wollen wir uns das gefallen lassen? Ich denke nicht. Ein kleine Insekten kommt ihr mir vor. Wir müssen Kit zurückerobern. Wiedersehen. Was? Wieso wiedersehen? Ach, egal. Okay, gleich. Ja, ja. So, Dalton Plus ist im Gegensatz zu dem letzten ein Zuckerstecken. Dalton Plus hat nämlich nur 2800 Erfahrungen. Gibt uns auch ebenfalls 2500 Erfahrungen. 2000 Gold und 40 TP. Und wir haben ihn schon 2300 abgezogen. Das bedeutet, ich werde euch jetzt nochmal was zeigen. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, okay. Und das war er schon. Zwei Angriffe.
Ja, und ein paar Aufstufungen, das ist wunderschön. Oh, ich hoffe, ich bin noch nicht über 40. Also, mein Level meine ich jetzt. Erfolg! Dieser gemeine Dieb. Geht okay? Seht nach, ob er die Steuerung verändert hat. Diese Instrumente sind ungewöhnlich. Ja, hüpfen wird bestimmt helfen, Kirby. Das. Oh. Ja. Wie gesagt, weil wenn ich über 40 bin, dann verändert Spekio wieder seine Gestalt. Und wenn ihr das Level über 40 habt, dann. Dann versuche X. Was? X? Machen wir. Bams. Wenn wir über 40 sind, verändert Spekio wieder seine Gestalt. Und er bleibt so bis Level 98. Also, mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Ja, liegen gut in der Zeit. Jawohl, Dalton bekam, was er verdient hat. Na klar. Oh, dieses Schiff kann fliegen. Jetzt nicht mehr. Ah, ach ja, mein unseres Schiff. Ach so. Ich hätte meine CPU verbinden sollen. Ja, das hättest du mal vorher machen sollen. Fantastisch. Wir verdanken ihm sogar einiges. Geht im guten Zustand. Geht im Vogel geworden. Glück gehabt, wenn wir die falschen Knöpfe betätigt hätten. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich aus gewesen. Wer weiß das schon so genau? Okay. Dr. Lebendig. Wir werden den Muni finden. Yeah, werden wir tun. Plupp. Okay. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal hier alles noch. Wir haben jetzt. Wir können einiges tun. Jetzt. Erstmal hat er hier neue Sachen für uns, die wir schon alle haben. Hier haben wir eine neue Waffe. Was kann das wohl bedeuten? Ja, würde ich sagen. So, würde ich auch sagen. Und das war's auch schon wieder. Ja. Okay, dann rüsten wir uns erstmal schnell aus. Zack, zack. Zack, zack. So. Okay. Bevor wir die Sachen verkaufen, können wir noch einiges tun. Als erstes werden wir eine Unterkunft benutzen. Und brauchen wir das überhaupt? Mal schauen. Ja, müssen wir. Und dann gibt es hier noch was Optionales zu tun. Ich werde mit euch wieder beide Sachen machen. Logischerweise. Erstmal gibt es hier etwas. Könnt ihr mit dieser Frau reden, um etwas Optionales freizuschalten. Ihr müsst die Frau anreden, damit der Trigger ausgelöst wird. Der Guru der Zeit gab mir diesen jungen Baum. Was mache ich damit? So, wenn wir jetzt Pflanzen mit Hoffnung anwählen, dann schalten wir in unserer Zeit, in 1000 LD, ein was Optionales frei. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr Verbrennen sagt, erscheint das optionale Licht, logischerweise. Also gut, ich kümmere mich darum. Wer weiß, vielleicht wird er eines Tages unsere Umwelt retten. Ja, vielleicht. Das ist das Einzige, was wir tun können. Die anderen reden allerdings relativ viel Mist. So, jetzt gibt es noch etwas, was wir vor dem Cut tun können. Und zwar können wir zum Nordkap gehen. Hier ist, wenn wir dieses leuchtende Ding erscheint, jemand. Und hier mache ich mal vorher ein Safe State, Leute. So. Okay, ja, es erscheint Margus. Also, da seid ihr. Margus. Seht, alles ist im Meer versunken. Vergangen sind das magische Reich des Eifers und alle Träume und Ambitionen seines Volkes. Einst lebte ich dort, aber da war ich jemand anderes. Ja, Margus erzählt uns schnell seine Geschichte, wie es alle Bösewichte immer so tun. Ein Dimensionswarp. Balthasar, diese macht es jenseits menschlicher Kontrolle. Nein, wir werden hineingezogen. Schala. Also. Nein, ja. Nein, Janus, bleib weg. Aber. Okay. Schon damals hat, oder später wohl erst. Wow. Ist es denn? Ah, da wissen wir jetzt, wie Malchio in 1000 landete. Kaspar landete am Ende der Zeit. Und Balthasar wissen wir ja, 2300 AD. Oh, und ja, Shala! Und Janus verschwindet ebenso. Janus. Ja, Janus ist ebenfalls weggesaugt worden.
Und dreimal darf der Ratten wohin? Ja, wir werden es gleich sagen. Ich werde nichts verraten, bis es nicht da war. So, zack und zack und zack. Das ist... Hey, hier ist nichts. Das muss das Zeitenende sein. Wie er das einfach weiß, nur weil er nichts ist. Ja, Janus wurde von Ozzy gefunden und wurde zu Magus. Oh yeah. Geil. Aha, du bist... Du warst dieser ungezogene... Range? Bengel, wo er... Seit ich durch Lavas Zeitung in der mittleren Ära gestrandet bin, habe ich auf eine Revanche gewartet. Ihr kam dazwischen, als ich Lavas in mein Schloss beschwört hatte. Paradox, dass ich ausgerechnet wieder hier landete, nachdem ich in ein weiteres Tor gesogen worden war. Ich kam aus der Zukunft und meine Kenntnis der Vergangenheit ließ mich die Königin glauben machen, ich sei ein mächtiges Orakel. Aber kein Geschichtsbuch konnte mich auf die hiesigen Ereignisse vorbereiten. Unvorstellbar ist Lavas Macht. Wer sie herausfordert, muss untergehen. In diesem Fall werdet auch ihr einem schrecklichen Schicksal entgegensehen, wie dieser arme Narr Muni. Du wagst es, ihn zu beleidigen. Er ist Geschichte. Wer mit dem Feuer spielt, muss verbrennen. Magus, hüte deine Zunge! Ihr wollt mich bekämpfen? So Leute, ich mache hier jetzt ein Safe State, denn... wenn wir jetzt Ja wählen, bekämpfen wir ihn ganz normal. Wenn wir aber jetzt Nein wählen, passiert was. Ich mache zuerst die Nein-Version. Dich zu bezwingen, bringt weder Cyrus noch Muni zurück. Ab jetzt können wir mit ihm nicht mehr sprechen. Allerdings, wartet. Ich komme mit euch. Verrat! Seltsame Übersetzung, finde ich. Wisst ihr, es könnte möglich sein, ihn zurückzubringen. Unsinn! Kaspar, der Guru der Zeit, weiß, wie man verlorene oder verrutschte Zeitströme richten kann. Ja, und damit könnten wir Magus einen Namen geben. Ich nenne ihn immer... Na, wer weiß, wie ich ihn nenne... Zip, zip. Ha, es geht ja gar nicht. Das vergesse ich jedes Mal. Weil wir ja nur 5 Buchstaben haben und Merlin passt nicht. Na gut, dann lassen wir ihn mal ausnahmsweise mit Magus. Oder benenne ich noch jemanden, noch irgendjemanden? Nein. Ich lasse ihn jetzt mal einfach Magus. So. Und damit haben wir Magus in der Gruppe. Aber natürlich, das ist den Weg, den ich auch gehen werde. Aber vorher werden wir ihn bekämpfen. Ich habe das nämlich noch nie gemacht und das werden wir jetzt noch tun, bevor dieser Part endet, würde ich sagen. Dann wird das zwar ein bisschen länger, aber gut. Trete zurück. Oh, wir kämpfen alleine gegen Magus. Schade. Okay, dann wird es natürlich jetzt kritisch. Ich hätte nie gedacht, dass wir es in diese staubigen Ära austragen würden. Kommt, beenden wir diese Farce. Okay, ja. Wir greifen einfach mal nochmal an, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel HP Magus jetzt hat. Aua. Och, das geht ja noch. Wir machen einfach mal den Drehsprung. Das ist unsere stärkste Attacke, weil magisch brauchen wir den eigentlich gar nicht machen. Ich bin mal gespannt, wie viel HP der hat. Und ob wir ihn hinkriegen. So. Okay. Schauen wir mal. 1, 2, das hat er mit ihm 1, 5. Aua. 1500. Wir machen immer mal den Drehsprung, weil... So, das sind 2100. Ich bin selber gespannt. Ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, habe ich zwar schon im Kopf gehabt, euch das zu zeigen, aber die Daten habe ich mir natürlich nicht vorher rausgesucht, ich Intelligenzbolzen, aber gut. Wir werden jetzt einfach, werde ich auch dann nachreichen. Und wenn ihr die Folge seht, werden die Daten da sein. So, na gut. Also Magus ist mega langsam. Oh, jetzt zaubert er doch mal ein bisschen. Und gleich ein Eis-2-Zauber. Aber gut, es sind wieder nur 100. Wow, okay, jetzt ist er auf einmal sehr schnell geworden. What the fuck? Okay. Na gut, schauen wir mal.
bin selber sehr gespannt, ehrlich gesagt. Kannst du nur als zwei Zauber, mein Freund? Ich denke, danach ist nötig einen... Wow, fuck, bist du jetzt schnell geworden? Eieiei. So, wir machen auf jeden Fall Kraft 2. Haben wir ja zum Glück gelernt. Wow. Okay. Auf jeden Fall ist er jetzt mega schnell geworden. Das verkompliziert die Sache natürlich ein bisschen. So. Aber wir haben ja ein paar... Wir können ein paar Runden aushalten von ihm. Also, so. Und solange sein Eis 2 und Feuer 2 macht, ist das eigentlich okay. Oh, ach ja. Und Blitz 2 hat er natürlich auch. Heieiei. Du wirst wahrscheinlich jetzt gleich nochmal angreifen, oder? Ja, genau. Okay, wir können... Na toll, wir können eine Runde angreifen. Das ist ja super. Okay. Auf jeden Fall ist er auf einmal mega schnell geworden. Ich weiß zwar nicht, woher. Ah, ja, ja. Bitte greif mich normal an. Das wäre besser für mich. So. Bam. Oh, ja, ja. Okay, der hat wohl doch ein bisschen mehr. Schauen wir doch mal. So. Ah, ja. Verdammt. Ein paar Sekunden zu spät. So, okay. Es wäre nett, wenn du jetzt gleich mal tot gehen würdest. Ja, dann halt nicht. Aber es wäre trotzdem sehr nett, wenn du tot gehen würdest. Hoffentlich bald. Ich weiß gar nicht, was für ein Accessoire ich für Kirby gerade drin habe. Aber gut. So. Ja, das sind alles meine Zauber. Die kennen wir auch. Die habe ich selber. Danke. So. Bam. Geht tot, verdammt. Ah. Manometer. Das ist echt nicht schön. So. Ach, oh, das wird jetzt knapp. Weil ein Angriff überlebe ich noch. Und ich hoffe, er greift nicht zweimal an. Ach, wunderbar, er ist totgegangen. Oh, wir kriegen 3000 Erfahrungen. 50 Tech-Punkte und 4000 Gold. Mal schauen, was passiert. Cyrus, ich habe dich gerecht. Wenn ihr mich besiegt, brecht ihr den Fluch auf Kirmi. Wenn ihr Muni zurückbringen wollt, dann sucht Kaspar den Kuchen der Zeit. Bam! Okay, mal schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Das Amulett erhalten. Okay, was für ein Amulett? Schauen wir mal. Amulett. Ah, erhält Status. Ah, okay, so können wir nicht... okay, so kriegen wir halt so eine Art... So können wir mit keinen Statusveränderungen gehen. Okay, na gut. Aber ich werde den Weg wählen, wo wir Margus ins Team genommen haben, Leute. Und ich beende diesen Part damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.